Sorge um Haftbefehl. Ein Mann wurde mit einer Schusswunde in ein Klinikum eingeliefert, offenbar handelt es sich um den Deutschrapper. Dieser soll aktuell operiert werden. Am Donnerstag, 16. Juli, wurde ein Mann in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige hatte eine Schusswunde und soll laut Medienbericht aktuell operiert werden. Offenbar handelt es sich um den bekannten Deutschrapper Haftbefehl. Update vom 17. Juli, 13.31 Uhr. Der Deutschrapper Haftbefehl soll laut Informationen der Bild, Artikel hinter Bezahlschranke, seit Freitagmittag operiert werden. Über den genauen Gesundheitszustand gibt es noch keine Informationen. Am Tag zuvor war der 34-Jährige mit einer Schussverletzung im Unterschenkel, die er sich selber zugefügt hatte, in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert worden. Weiter schreibt die Bild, dass sich der Vorfall nicht wie zuerst berichtet im Frankfurter Bahnhofsviertel ereignet haben soll. Vielmehr werde jetzt vermutet, dass sich der Ort des Geschehens rund um den Bahnhof in Bad Bennhausen befindet. Hier besitzt der Rapper eine eigene Bar, das Barbos. Passenderweise liegt die Lokalität nur 15 Minuten vom Klinikum Darmstadt entfernt. Dem Krankenhaus also, in das Haftbefehl eingeliefert wurde. Gestützt wird die These der Bild durch die Tatsache, dass der Polizei in Frankfurt offenbar kein Schusswechsel im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main bekannt sei würde. Unbekannten deutschen Rapper, im Rausch selbst ins Bein geschossen? Erstmeldung vom 17. Juli, 7.28 Uhr. Darmstadt, Wirbel um Haftbefehl. Offenbar wurde der Rapper am Donnerstag, 16. Juli, ins Klinikum Darmstadt eingeliefert. Der Grund: eine Schussverletzung. Die Polizei Südhessen schreibt dazu in ihrem Pressebericht. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ. Die Ermittlungen, wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit an Haftbefehl. Deutschrapper mit Schusswunde im Klinikum. Nach Angaben des Hessischen Rundfunks handelt es sich bei dem Mann um den Deutschrapper Haftbefehl. In den Abendstunden sei auch die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht worden. Wie die Polizei weiter berichtet, konnten hierbei keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. www.iamchabot.de. Ein Beitrag geteilt von Haftbefehl, Eckhaftbefehl, am Juni 18, 2020 um 7.28 Uhr PDT der Hessenschau. Zufolge hat sich Haftbefehl selbst verletzt. Demnach soll sich Aykut Anhan, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgehalten und aus Versehen in den Unterschenkel geschossen haben. Die Tat passierte offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss, heißt es in dem Bericht zu der Schusswunde. Laut 24hamburg.de bestehe für Haftbefehl durch die Schussverletzung keine Lebensgefahr. Haftbefehl: Rapper schießt sich ins Bein und muss im Klinikum behandelt werden. Warum sich Haftbefehl erst in Darmstadt ins Klinikum begab, sei laut Hessenschau unklar. Jedenfalls wird der gebürtige Offenbacher dort nun stationär behandelt. Über seinen Instagram-Account hat sich Haftbefehl bis Freitagmorgen noch nicht zum angeblichen Schuss zu Wort gemeldet. Auch Ludwigshafen 24 Device über den vermeintlichen Drogeneklat des Deutschrappers zu berichten. Thank you.